er in der Gemeinschaft mit Gott sein will, muss das Alte aufgeben und das Neue aufnehmen. Eine andere alte Gesinnung, die man aufgeben muss. Segen. Was ist denn Segen? Ja, für die Juden war das klar. Segen war das Wohlergehen auf Erden. Da ist Sicherheit, ist Friede, ist, ja, man kommt gut rum, wenn möglich noch viel Geld, man ist gesund, es geht gut, viele Kinder, alles klappt wunderbar. Das ist ein Gesegneter. Ja, wer so gesinnt ist, kann heute vor Gott nicht bestehen. Der ist nämlich ständig mit der Tatsache konfrontiert, dass der Treue dem Treuen nicht erspart bleibt. Der ist treu, goldtreu und hat doch Prüfungen ohne Ende. Beziehungsweise manchmal geht es dem Untreuen viel besser. Ja, wo ist jetzt der Segen? Wer so gesinnt ist, kann heute nicht mehr vor Gott bestehen. Der hält es nicht aus. Der wird nicht damit fertig. Neue Gesinnung. Segen ist Beziehung zu Gott. Der Gesegnete hat eine ganz enge Beziehung zu Gott. Er liebt Gott und weiß sich von ihm geliebt. Segen ist, dass diese Beziehung immer fester wird, immer stärker, immer intensiver. Das ist Segen. Und wenn man das so sieht, dann versteht man so manches. Und dann erkennt man, lieber Gott, ich danke dir für deinen Segen. Auch in der Prüfung gelingt es mir, treu zu bleiben. Auch in der Prüfung, in der tiefen Not, kann ich deine Nähe erfahren und deine Liebe spüren. Danke dafür. Das ist Segen. Diese ganz innige Verbindung mit Gott, die nichts zerbrechen kann. Auch in den schlimmsten Tagen bleibt diese Beziehung bestehen. Die besteht. Das ist Segen. Neues Verständnis des Segens.